Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir müssen ganz viele Dornrücken ausschalten. Letztes Mal haben wir die Ruine da ruiniert, haben irgendwie ein Kleeblatt-Relikt gefunden. Keine Ahnung, was wir damit machen. Aber wir haben es jetzt. Wird später vielleicht relevant. Natürlich gab es auch Skillpunkte. Können wir demnächst einsetzen. Den Waschbär. Mein erster Waschbär. Und er liegt. Mein Fokus hilft mir, sie zu verfolgen. Ja, ja, da oben steht doch ein Riesendinophil. Mit Säure wird das hier ewig dauern. Hat's eigentlich nicht, aber wir versuchen es mit normalen Pfeilen. Ja, und die sind relativ leicht zu besiegen. Weiß nicht, was dich anstellst, Aloy. Na, wo ist er denn hin? Wie kann er denn so schnell laufen? Wildschwein. Nein, bleib stehen. Oder bleib liegen. Er damit. So, seid ihr alle tot? Ja. Dann loot ich die. Das ist doch ganz klar. Kann ich meinen Reik hier eigentlich rufen? Mit H? Nö. Schade. So. Mensch. Spur markieren. Wieso ist hier eine Menschenspur? Und der Mensch geht ja eher da lang. Okay. Die sind ja im Nebenquestgebiet. Wird schon irgendwie passen. So. Nein, ich wollte unten nicht durch. Ich wollte mein Reittier rufen. Ah, da. Na komm. Wir müssen Menschen verfolgen und Dornrücken ausschalten. Das hört sich nicht gut an hier. Sieht auch nicht gut aus hier. Außer der Loot natürlich. Nein, ein Waschbär. Wie können die nur? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Ja, ganz viele sogar. Geht's euch gut, Jungs? Hey, Erend. Wenn er so heißt. An dich erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, da freuen wir uns. Sind schon so ein Honigkuchenpferd. Das hier. Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouillen am Nachmittag. Da hat wohl jemand Frust über seinen sicheren Bürojob. Also der Roboter wird niemand mehr was tun. Nur der Kampf. Hi. Erend. Oh. Aus dem Konzept gebracht. Wollen wir nicht helfen? Tja, du Mistvieh. Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Natürlich mach mal den Rest. Nein, versteck dich doch nicht. Den schalt mal normal aus. Säure. 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 Voll in den Arsch. Wir schießen dir in den Arsch. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Ich dachte, Säurepfeile bringen nichts. Deswegen hat es was gebracht. Seid ihr tot? Alle tot? Oh, das ging schnell. Metallbiss aufnehmen. Ah, da lebt ja noch einer. Komm her, du... Hey! Volltreffer! Das war auch ein Volltreffer. So, sehr gut. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Alles hier gehört mir. Damit das klar ist. Ich heile mich mal kurz hoch. Oh, der hat gar keinen Loot für mich. Der hier allerdings schon. Oh, und so viel. Ja, was gibt's? Können wir uns auf halbem Weg treffen? Bin doch hier. Hi. Was ist los? Genau zur rechten Zeit, wie immer. Du bist doch nicht so stark verletzt, oder? Das ist ein schwerer Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es?
Das hier, wer braucht schon Rippen? Viele Leute. Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum Doch, geht's? Genau deswegen bin ich hier. Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Hab eine volle To-Do-Liste. Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Das klingt gut, aber du musst dich erstmal erholen. Ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Warum, Aloy? Vertrau auf deine Verbündeten. Allein? War ja klar. Wir müssen da nicht allein Geld. Durch. Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja. Stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Schön senkrecht bleiben. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Ich hätte ein paar Heilbeeren für dich. Soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Nein. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Was willst du? Raus mit der Sprache. Nach der Schlacht am Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Leute, die nicht feiern wollen? Erin, dass ich gegangen bin und wie, hatte einen Grund. Einen guten. Da wäre ich mir nicht sicher. Ich habe die Option trotzdem gewählt. Hör mir zu. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr und nur ich kann es retten. Was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Jedes Leben wird sterben, wenn ich nicht ein Backup finde. Einen Teil der Technologie der Alten in Ordnung bringe. Und die Zeit läuft uns davon. Ach, bisschen Zeit zum Schnacken, Hammer. Ich schätze, das ist ein Grund, okay? Ich bin ein Idiot. Nur ein bisschen. Erend! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, du wirst doch sicher anderswo gebraucht. Das glaube ich auch. Wir kommen ohne dich klar. Das hoffe ich. Obwohl ich mir nicht so sicher bin. Nicht in dem Zustand, in dem du gerade bist. Das ist gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Ja, alles gut. Ich loot hier noch euer Camp zusammen. Oh, was ist denn das? Solche Kristalle habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Nimm sie mit. Könnten wertvoll sein. Dahinter war was? Nee. Na gut. Schade. Gibt's hier sonst noch was? Okay, Zielübung. Warum? Das hat beim Kampf geholfen. Mich jetzt beinahe erledigt. Ja, dann sag mir doch, Fokus, dass hier was Wertvolles liegt. Muss hier nicht direkt hinlatschen, dann sehe ich die Kiste auch selber. Annähernd. So, Reittier ist da unten. Braucht man nicht im Moment. Steine. Nee, Biere. Auch in Ordnung. So, dann Weg... Nein, nicht in die Säure. Sonst passiert das Ungeheure. Ach, das Reittier lassen wir einfach da zurück. Wir laufen kurz zu Fuß. Dann haben wir hier noch unbekanntes Wühlerareal. Dann wollen wir uns mit dem Areal mal bekannt machen. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbricht. Ja. Früher als später, hoffentlich.
So. Stirb! Voll auf die Wirbelsäule. Lass mich erstmal looten. So. Ja. Reicht dir das? Es reicht anscheinend. Sehr schön. Nehmen wir noch alles mit. Brutstätte, keine Ahnung, wo die ist. Können wir mal schauen, was dieses grüne Ding da vor mir ist. Ah, Reliktruin, das haben wir schon. Blockierter Weg, fehlendes Werkzeug. Okay, da waren wir ja gerade. Dann an den Rand des Abgrunds. Begib dich zum Ursprung der Explosion. Wenn es auf dem Weg liegt, nehmen wir das natürlich mit. Und ansonsten schon mal hier einfach, schätze ich mal, das habe ich ein bisschen genuschelt. Einfach über den Fluss. Pfeile mache ich natürlich auch nach. Sonst fällt mir das Schießen immer so schwer. So. Das sollte jetzt aber reichen. Was war das? Aussichtspunkt Turm. Okay, lohnt sich vielleicht auch. Unbekanntes Lagerfeuer. Gehen wir erst zum Turm. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Lager, das noch von Banditen oder so überrannt wurde. Zumindest das scheint banditenfrei zu sein. Ansonsten hätte ich schon einen Pfeil im Nacken gehabt. So, Aussichtspunkt Turm, ja. Ja. Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Haben wir das nicht gerade durchsucht? Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Hä? Nutze deinen Fokus auf der Karte, um herauszufinden, wo innerhalb des... Da ist das Haus. Haus? Haus? Brücke, keine Ahnung. Dach? Muss ich schon hier machen, oder? Da hinten geht's richtig ab mit Kämpfen. Na, die müssen sich noch einen Moment gedulden. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier machen muss. Das sieht falsch aus. Ich ja, leg mal. Woanders. Warum? Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Ja, wer weiß das schon. Hier wird die Brücke ja nicht gewesen sein. Hier ist zumindest der Fluss. Da! Da ist eine Brücke. Das heißt, das haben wir immer noch nicht. Bisschen komisch, wie lang das... Müssen wir das lösen, damit das... Die Ruinen einer Brücke. Vielleicht ist es die aus dem Bild. Ich könnte versuchen, es hier in der Nähe auszurichten. Ja, und wie? Sag mir, Eloy, wie? Ich glaube, ich hab's gleich. Ja? Geschafft! Ha. Okay, das war ein bisschen komisch. Das Bild hat eine Datei freigeschaltet. Oh, das sah ja richtig schön aus. Miriam Technologies errichtet. Danke, Miriam. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Ich denke mal schon. So, wir haben 4 Fertigkeitspunkte. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Weg damit. Ist das jetzt dauerhaft da? Nö. Na gut, auf zum Getümmel hinter uns, wo die ganzen Leute geschrien haben, nachdem wir unser kleines Rätsel gelöst haben. Gleich erstmal zum Lagerfeuer. Das ist der Steinbruch, den Todes meinte. Ja, hier werden anscheinend nicht nur Steine gebrochen, sondern auch viele Rückräder. Gern geschehen. Bleib mal stehen, Kollege. Eine Maschine weniger. Bleib mal stehen. Okay, den habe ich auch am Arsch getroffen. Und das ist relativ leicht, die umzuhauen. Noch einer weniger. So, der ist auch getroffen. Pass auf, der ist erledigt. Eine Maschine weniger. Ah, da ist noch einer. Achtung. Was bist du denn? Du hast andere Sachen auf dem Rücken. Feuerdornrücken. Ja, dagegen bin ich machtlos. Zumindest mit Säure. Glaube ich. Ich will Feuerpfeile. Früher als später.
Nein! Nein! Doch nicht runterfallen. Ich war gerade bei was. Aloy! Wieder rauf ins Gefecht. So, der ist säureanfällig. So, dann soll er das mal rauslassen. Mensch, wagt hier alles neben mir. Noch einer weniger. Schlachtfeld ist echt unübersichtlich. Das waren alle. Ah, das haben wir gut gemacht. Ja, ich komme gleich, nachdem ich alles aufgesammelt habe. Ja, Loot kommt vor der Kür. Gleich soweit, junge Dame. So, jetzt können wir schnacken. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Ja, ganz viel. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Das habe ich gesehen. Sogar mehr als einer. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Also das Wichtigste haben wir behalten. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Gibt jetzt auch viele Roboterleichen hier. Na gut, ich muss gehen. Ciao. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Zumindest dank die noch leben. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ja. Vergiss das nicht. Und bezahl mich in reichlich Metallscherben. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Der ist hinüber. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Echt? Das waren schon alle? Die gute Nachricht. Und wo dies? Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Das hoffe ich doch. Wir müssen noch kurz looten. Sonst mache ich hier gar nichts mehr. Schauen wir mal da hinten. Guckt mal, der leuchtet so grün. Können wir nicht einfach da liegen lassen? Wäre ja hier Materialverschwendung. Da hinten ist ein Wasserfall und Fragezeichen. Bitte nicht schon wieder ganz oben auf der Klippe. Vielleicht hinterm Wasserfall, ja? Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Was haben wir hier? Ich soll nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Hallo? Achso, einfach heilende Bieren. Na gut. Ja, ja, schauen wir mal. Ein Grünglanz. Und eine Höhle. Vielleicht sogar eine Brutstätte. Nee, wahrscheinlich nicht. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Da wäre ich mir nicht so sicher. So, was auch immer das für ein Echo war. So, das braucht man natürlich. Nochmal Grünglanz, wow. Es lohnt sich ja hier. Ja, stell die nicht so an. Mal hier was zum Luft holen. Durch die Lücke zwingen. So viel, dafür muss die Luft noch reichen. Ja, ich weiß, dass ich wenig Sauerstoff habe. Ja, ich weiß. Ja. Also. Gar kein Sauerstoff hierfür. Aloy, das, wird doof. Hab schlechte Neuigkeiten. Wir werden zum Lagerfeuer zurückbeordert. Aber zumindest liegen wir unter dem Wasser ganz gut. Ja, ja, fortfahren. Ich dachte, wir können da oben hoch. So, dann machen wir nochmal eine Schnellspeicherung. Dornrücken werden wahrscheinlich ausgeschaltet sein, bleiben. Ach, da hinten gehen wir vielleicht noch nicht jetzt rein. Erstmal mit einer größeren Lunge. Da haben wir noch eine unbekannte Siedlung. Sieht doch relativ bekannt aus. Na, gehen wir mal hin. Vielleicht können wir mal was einkaufen. Fahrlicht. Ach, da ist Fahrlicht. Na, gut zu wissen. Da wissen wir, wo wir hin müssen später. Rotfallsteinbruch, okay. Komm schon, Aloy. Ja, ist gut gemacht. Man muss sich echt anstrengen, hier hochzukommen. Wie machen das normale Leute? Ohne Seilwerfer. Hallo Jungs. Irgendwer hier? Nö. Noch nicht. Ich würde das gerne lesen. Also ich muss das scannen. Ich vergesse. Über Grünglanz. Wissenschaftliche Notizen geschrieben in präzisen Karja-Glyphen. Naja, vielleicht wird es irgendwann sinnvoll sein. Ansonsten gehen wir wohl eher zurück. Ah, hier ist der Weg für Nichtbekloppte.
So, dann geh mal zur Pfeife in Kettenkranz, damit er die Pfeife wieder anschmeißen kann. So. Schöne Ziegelsteine habt ihr da. Habe ich eigentlich noch mein Reittier? Ich fürchte, nein. Doch, habe ich. Hi. Nicht weglaufen. Schön hierbleiben. Und los, los, los. Beschleunigen mit linkem Shift. Das drücke ich doch. Ja. Weiter geht's. Wer war denn das? Ein Wildschwein? Da passiert den besten Wildschwein. Sollten halt nicht auch hier vor mein Reittier laufen. Bin aber nicht den direkten Weg gegangen. Zeit, Irwin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Wird höchste Eisenbahn. So, Maschinensteinanfänger kann ich noch nicht haben. Quest abgeschlossen. Ach stimmt, bei dem Koch. Für den haben wir ja eine schöne Bratpfanne bekommen. Zumindest ein Metallblech. Ich hoffe, wir kriegen jetzt schönes Zeug. Hi. Da bist du ja. Natürlich bin ich hier. Ich habe einen weiteren Besuch von Irwin, höchstpersönlich. Nein, was für ein Arsch. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salzgewürz. Boah, du Mistkerl. Statt mit 2. Nein. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Ja, ich hoffe doch. Hilfe ist nicht gratis. Sieht das lecker aus. Oder fehlt noch was? Nee, er sieht zufrieden aus. Oh, die ganze Schüssel ist in meinem kleinen Bäuchlein. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Portion Widerstand. Na gut. EP und Fertigkeitspunkte, warum nicht? Ich dachte, wir kriegen noch einen coolen Boni. Nahrung verleiht dir vorübergehende Vorteile und Fertigkeitenstärkung. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Ja, das klingt gut. Und schauen, was Mildurf sonst so treibt. Hallo. Ah, du bist ja noch hier. Ich bin wieder hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Doch, so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte geh doch selber. Als ein 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt oder ich mach's. Oder ich töte dich. Ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du. Was? Hey, die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft. Großartig. Toll. Yay. Da freuen sie sich. Und Irwin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah, das ist schon besser. Yeah. Ja. Mehr Metallscherben für alle. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Dankeschön, Ulwund. Händler sind jetzt verfügbar. Wunderschön. Jetzt, da die hat Arbeit ja lang genug gedauert. Läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Na, ich hoffentlich. Schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wadis nach Fahrlicht schicke. So, irgendwen kann ich hier auch noch anlabern. Ach, Wadis, nee. Erstmal muss ich was kaufen. Rüstung verbessern. Hallo. Osseram-Entdeckerin. Oh, sieht das cool aus. Gar nicht gewohnt, dass Aloy solche Outfits hat. Die Donner-Elite finde ich aber bis jetzt am schicksten.
Was haben wir denn aktuell an? Verkaufen könnten wir wahrscheinlich nur Mist. Rohstoffe will ich gar nicht verkaufen. Ah, die zu verkaufenden Wertgegenstände. Weg damit. Zum Verkaufen. Markieren. Wieso war dann Ausrufe? Achso, weil es neu war. So, verkaufen. Gesamtwert 424. Ja, warum denn nicht? Ansonsten Grünglanz. Ein kleines, okay, Verwendung für Waffen oder Outfits. Okay, dann behalten wir das. Stimmt, Spulen müssen wir unbedingt auch einsetzen. Haupt-Upgrade-Rohstoffe. Na gut, die verkauft man nicht. Dann, was braucht man hier? Wieso kann ich mir das nicht leisten? Hergestellt aus den Platten, Aufgabe. Niedrige Gesundheit, Mut. Braucht man da irgendwie einen Skill? Ich sehe gerade nicht, warum es nicht freigeschalten ist. Nora Jägerin, stiller Schlag, Heilung unauffällig, braucht man nicht. Kritischer Schlag und Wuchtangriff und mehr Säure, Resistenz, warum auch immer. Sieht aber schön sommerlich aus. Bin mir nicht sicher, aber es kostet nur 85. Das hätte ich natürlich am liebsten, aber warum? Fertigkeitendetails. Ja, Outfit, Gewebe. Bin mir nicht sicher. Niedrige Gesundheit, Mut. Okay, dann kriege ich wahrscheinlich nur Mut. Das ist auf Stufe 7. Ich bin gerade noch etwas verwirrt. Na gut. Wir nehmen hier erstmal dieses schöne Outfit. Kaufen. Und ausrüsten. Kaufen und ausrüsten. Oh, wir sehen stylisch aus. Das ist richtig genial. Passt zum Sand hier. So, wir müssen uns Essen kaufen. Das ist ganz klar. Essen, 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 Essen. Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an. Bitterbräu Wildschwein. Ein einfaches, aber wohltuendes Osaram-Gericht aus über mehrere Stunden geschmortem Wildschwein mit Spuckfeuerbier. Spucken die da ins Bier und dann darauf? Selten. Sehr selten. Mildus Leckerei. Eine Spezialität, die der Koch in Kettenkratz kreiert hat. Teigbällchen werden in heißem Öl frittiert, bis sie goldbraun sind und dann in Honig getaucht. Bei jeder Portion wird ein Blättchen mit scharfem Pulver bestreut und sorgt für eine feurige Überraschung. Erhöht Nahkampfschaden um 2 für 3 Minuten, stellt 75% Gesundheit und 75% Ausdauer wieder her. Und Fleisch in der Mitte erhöht Ausdauerregeneration. Ah, das braucht man nicht. Nehmen wir mal das. Kaufen. Ja, kaufen. Keine Kosten. Und dann braucht es Materialien. Und regionaler Eintopf. Oh, plus 20% maximale Gesundheit. Das nehmen wir mit. Kaufen. Gut, ich habe nur 2 Essensplätze anscheinend. Ich dachte, ich könnte von jedem mal 2 kaufen. So, Kräuterkunde voraus. Nein, 2 Stunden Kräuterkunde. Egal, wir kaufen mal was. Hier von dem Giftmischer. Wenn wir ihn finden. Giftmischer? Deine Gesundheit ist mein Geschäft. Wo bist du denn? Bist du über mir? Bist du unter mir? Es dreht sich. Muss doch der Typ hier sein, oder? Nee. So ein Osaram-Arbeiter. Ah, da oben. Was machst du da? Ich hab's ein bisschen eilig, ja. Woher weißt du das? Meine Tränke sind kein Bier, aber sie sind besser für dich. Die sehen ja alle gleich aus. Und das meine ich jetzt nicht auf eine böse Art, sondern der Koch sieht gleich aus. Alle Händler sehen gleich aus. Reinigungstrank. Können wir nicht einfach Bleiche trinken? Nee, mach das bitte nicht zu Hause nach. Heilt alle Elementzustände. Okay. Rohstoffe kann ich natürlich kaufen. Das ist ganz gut fürs Craften. Braucht man aber nicht. Die finden wir unterwegs. Na gut, der kriegt keine Kohle von uns. Dann haben wir irgendwie... Kann man hier ein Spielset noch kaufen von der oder will die nur spielen? Ach, die redet mal irgendwann anders an. Hat keine Lust auf dieses doch tolle Spiel. Okay, hier drin können wir nichts mehr machen. Hier haben wir noch ein Werk.
Bankding und Jäger für Jagdbedarf. Hallo. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Ja. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. So, was haben wir? Ein Scharfschussbogen oder Feuerjägerbogen. Dieser Mittelstreckenbogen ist eine Spezialität der Osaram und feuert präzise Feuerladungen, die Gegner den Brandzustand versetzen. Das wäre ganz... Oh, das ist relativ billig sogar. Hier Kriegerbogen, den habe ich glaube im ersten Teil nicht so gemocht. Der schießt ja auf ganz kurze Distanz, aber der Scharfschussbogen, den braucht man unbedingt. Stürmerzirkulator braucht man und hier braucht man Dornrückenzirkulator. Okay. Dann kaufen wir einmal den. Kaufen und ausrüsten. Da rein. Und Feuerjägerbogen. Auch kaufen. Kaufen und ausrüsten. Kommt da rein. Wir gehen mit 3 Bögen auf die Pirsch. Das wird schön. So, verkaufen. Auch brauchen wir aktuell nichts. Komm gerne wieder. Ja, ich habe dir sehr viel Geld bei dir dagelassen. Ein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Ich hätte auch gern so einen Kriegshammer. Ja, ja, Scharfschussbögen, Kämmer. Und dann gehen wir jetzt mal. Eine Munition, die Feuerschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Ja, finde ich klasse. Können wir gleich mal welche machen. Okay, haben wir hier schon. Vielleicht können wir den Bogen gleich verbessern. Ist zwar nicht der beste Bogen im Spiel, aber vielleicht können wir ihn ein bisschen aufwerten an der Werkbank. Damit er schön Schaden macht. Beutel-Upgrades würden sich auch lohnen. Heilende Beeren 24 auf 30. Nahrungsrohstoffe 10, 15. Ja, das klingt gut genug. Upgrade. Okay, was haben wir hier? Stolperdrahtbeutel brauche ich im Moment nicht. Und Bombenbeutel. Wildschweinknochen und Metallscheren. Okay, ist ja relativ billig noch. Ach, was soll's. Hier, Gabelbein. Ein Glück. Können wir das auch verwenden. So, das waren die Upgrades da. Fallenherstellung, Outfit-Upgrades. Einmal Fertigkeitenverbesserung. Weiß jetzt gar nicht, welches. Ich finde das Outfit auch genial. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht nehmen wir... Ne, wir nehmen das Neue. Wofür haben wir das Neue? So, kritischer Schlag und Wuchtangriff. Was bringt das Upgrade? Ah, mehr Widerstand gegen Stöße und Nahkampf. Na gut. Und nochmal. Und gleich nochmal. Ein Glück loot ich so viel. Ach, ist es sehr schön. Schon komplett abgegradet. Aber so gut ist es natürlich noch nicht. Da gibt es viel bessere Items. Bestimmt im Spiel. Hier haben wir den Feuerjägerbogen. Geflochtener Draht und Metallscherben. Jetzt macht er schön viel Schaden. Nein! Wir brauchen einen Stürmerzirkulator dafür. Dann schauen wir mal, ob wir den Scharfschussbogen, Scharfschützenbogen gleich... Okay, Stufe 1 geht auf jeden Fall. Und was brauchen wir als nächstes? Geht auch. Da braucht man einen Gräberzirkulator. Der macht jetzt richtig viel Schaden. Und hier braucht man eine Gräberklanghülse. Vielleicht haben wir die noch im Lager, ich weiß es aber nicht. Outfit-Upgrades machen wir gerade auch nicht. Waffen-Upgrades hier vielleicht beim Schockstolperfalle Frost. Oh, vielleicht die Sprengschleuder. Echt? Kann ich nicht upgraden? Ach, ich kann bestimmt irgendeine Spule reintun. Das war ja immer das. Dann schauen wir mal. Inventar. Spulen. Wieso bist du hier gesperrt? Platz gesperrt. Bestimmt nicht abgegradet genug. Okay, was bringt die? Nicht kompatibel, nicht kompatibel. Wird gern sehen, was ich da ausgewählt habe. Erhöht den... Okay. Keine Ahnung. Macht irgendwas. Nächstes Mal achte ich drauf, was ich ausrüste. Ein Gewebeplatz wurde für einzelne Outfits freigeschaltet. Gewebe können für Outfits ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Jedes Outfit ist vorab mit einem Gewebe ausgestattet, das durch Upgrades freigeschalten werden muss. Okay. Dann schauen wir uns nochmal unser Outfit an. Ja.
Ja. Leerer Platz für Spule. Löschwasserverteidigung. Erhöht deine Verteidigung gegen Löschwasserschaden. Löschwasser ist doch eigentlich ganz gut, oder? Froschschaden erleiden wir gerade nicht. Okay, erhöht deine Verteidigung gegen Schaden von Nahkampfangriffen. Nehmen wir mal das. Und hier haben wir... Okay, können wir das auch nennen. Okay, sind einfach Spulen dafür, sozusagen. Ja, dann raus hier. Und mit dem Priester da reden. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Mhm. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Ja. Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ja, wird schon gut gehen. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Bis dann. Ich hätte gar keinen Bock, das zu ziehen. Ciao. Du Klassenclown. Vorwärts, vorwärts. Wie will der den Karren denn da durch das Tor kriegen? Also muss er ja gar nicht, er muss einfach links weiter. Ach, schön. Hauptquest abgeschlossen. Ja, an den Rand des Abgrunds. Kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Ja, das hoffe ich aber. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Ja. Kann ich direkt nach Fahrlicht gehen? Oder mich erst noch im Schrecken umsehen? Und ja, ich würde sagen... Drink annehmen. Genau, das können wir noch machen. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.